Herzlich willkommen. Heute der zweite Teil. Also ihr habt ja im ersten Teil, verlinke ich euch mal, ja, da oben. Und ich habe es jetzt bisher geklebt. Ja, ist hier. Und muss jetzt hier die Ecken machen. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie ich das eigentlich mache. Wir haben jetzt hier sozusagen den Bogen vor, die Bogenvorgabe und müssen das jetzt anpassen. Also habe ich mir jetzt das angezeichnet und das wird dann sozusagen mit der Flex geschnitten. Wenn ich die beiden Steine fertig habe, kann ich dann hier ran arbeiten. Und dann geht es hier drüben weiter. Aber erst da drüben auf der anderen Seite auch noch. So, dann zeige ich euch mal, wie ich das schneide. Ach so, nochmal zu den Steinen. Also wenn ihr genau hinschaut, die haben ganz schöne Maßtoleranzen. Das kann man aber im Nachhinein nochmal nachschneiden. Werde ich auch machen, bevor der Belag geklebt wird. Wichtig ist ja die Vorderkante, die muss stimmen. Wa? So, dann wollen wir jetzt mal schneiden. Wichtig ist beim Schneiden Gehörschutz, Schutzbrille. Ja, einige sagen wieder Handschuhe, aber das könnt ihr vergessen, weil ich trage grundsätzlich keine Handschuhe. Außer ich muss in Scheiße fassen. Ja, also los geht's. Jetzt den nächsten Stein. So, jetzt sieht er, die Fuge passt. Ja, das ist ein bisschen uneben, aber das ist ja rustikale Touch. Ja, weiter jetzt. Jetzt schneiden wir erstmal die hier und gucken mal, wie die dann aufgeht hier. So, jetzt haben wir die Ecke angepasst hier. Ihr seht, passt wunderbar. Jetzt machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Und dann können wir hier die Verbindung bauen. Weiter jetzt. So, jetzt müssen wir das Loch machen für den Skimmerkasten. Ihr seht ja, die habe ich Gehör gemacht da. Den muss ich dann nachher auf Höhe bringen. Ich habe hier schon vorbereitet. Und zwar habe ich mir jetzt hier genau die Mitte angezeichnet von dem Loch hier. Von dem Loch hier. Und jetzt brauchen wir ja bloß. Ich hoffe, ihr seht das. Loch kommen. Drückt mir mal die Daumen, ob das was wird. Weil viele Steine habe ich nicht mehr übrig. Einen Verschnitt könnte ich mal machen. Einmal könnte ich mich verschneiden. Sonst reichen die Steine nicht. Das heißt also, ich muss jetzt mit der Flex erstmal hier so grob die Rundung vorarbeiten. Dann schneide ich in der Mitte erstmal ein Viereck raus und arbeite mich dann sozusagen außen raus. Ja, mal gucken. Ihr seht ja dann das Ergebnis. So, jetzt haben wir erstmal in der Mitte das Viereck ausgeschnitten. Jetzt schneide ich mit der Flex eh mal so rum. Und dann noch mal ein paar Mal ein und dann müssen wir sehen, dass wir das irgendwie rauskriegen, wa? Zwischensequenz, ich will euch nur mal zeigen, wie ich die gemacht habe. Also ich habe jetzt immer so ganz sachte Rinnen geschnitten hier oben, erstmal bis an der Linie. Und jetzt schneide ich sozusagen so noch das untere alles weg. Ja? Wenn ich fertig bin, kommt die nächste Sequenz, wa? Gleich. Loch ist drin. Ja, hier ist er immer weggesprungen. Ja, mach die Fuge, wa? Jetzt setzen wir sie mal ein. Zum Thema religiöse Freiheit teil. In Berlin-Mitte laufen seit heute archäologische Ausgrabungen. Ziel ist es, den historischen Molkenmarkt in der Nähe vom Alexanderplatz wieder freizulegen. Was dort genau passiert, weiß Moses Fendel. Früher war er ein wichtiger Marktplatz und er ist einer der ältesten Plätze von Berlin.
Heute führt am Molkenmarkt eine der am stärksten befahrenen Straßen entlang. Auf der Gonastraße fahren jeden Tag tausende. Jetzt müssen wir nur noch den Plastikrand ein bisschen kürzen. Und dann kann man das einkleben. Oh, wie man Plastikrand abschneidet mit der Flex. Wow. Muss ich ja keiner klären. So, jetzt haben wir die Umrandung komplett fertig. Ja. Ich mache 3 Kreuze. Weil das hat keinen Spaß gemacht, jede Platte hier einzeln zu schneiden. Das Schlimme ist ja noch, wenn ich nachher einen Belag ranarbeite, muss ich nochmal nachschneiden, weil wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Platten springen. Das muss ich alles noch ein bisschen ausbessern oder ein bisschen anpassen. Ist schade, dass die Platten nicht alle das gleiche Maß haben. Ist halt so. Habe ich schon vorher gewusst. Da könnt ihr kaufen, wo ihr wollt. Die Dinger sind einfach von der Maßhaltigkeit von Arsch. Gut. Als nächstes muss ich jetzt erstmal einen Tag warten, weil es wäre. Dann wird verfugt. Dann muss noch die Kante zwischen Pool und Fliese, muss dann aus Silikon gezogen werden. Habe ich auch schon da. Also ein Teil wird wahrscheinlich noch kommen, wie ich jetzt verfuge und Silikon ziehe. Ich mache für heute Schluss. Erstmal ein Bier auf. Dann räume ich auf. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich gar keinen Bock habe auf die scheiß Arbeit hier. Dieses Jahr wird definitiv kein Belag mehr hier auf der Fläche kommen. Da kommt nächstes Jahr wahrscheinlich mal ein Video, wie ich das mache. Alle, die das nicht interessiert, ihr hättet ja schon vorher abschalten können, war, ihr müsst euch das ja nicht bis zum Schluss angucken. Alle, die jetzt interessiert mit dem Poolbau hier, vergesst den Daumen hoch nicht. Wa? Und es werden noch ein paar Teile kommen. Ich habe zum Beispiel vor, noch hier den Pumpenschacht komplett nochmal zu verlegen. Der kommt weg hier. Das ist einfach scheiße hier. Ich mache nochmal Anschlüsse komplett neu und setze die Pumpe da hinten irgendwo hin. Und ja, wie gesagt, ein paar Teile kommen bestimmt noch. Ich bin für heute fertig. Ich trinke jetzt ein Bier und räume auf. Dann schneide ich das Video und stelle es online. Alles nur für euch. Also, haut da rein. Bis die Tage. Meine Pfoten sind auch ganz schön dreckig.